Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Inmitten der Krise um die Ostukraine hat die Regierung in Kiew versucht, Stärke zu demonstrieren. Am 23. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes von der ehemaligen Sowjetunion nahm die Führung in der Hauptstadt eine Militärparade ab und kündigte milliardenschwere Rüstungsinvestitionen an. Davon unbeeindruckt führten die pro-russischen Separatisten gefangene Soldaten und zerstörte Militärfahrzeuge vor. In den Regionen um Donetsk und Lugansk wird weiter heftig gekämpft. Rituale, die an Sowjetzeiten erinnern, aber die Inbrunst, mit der auch Präsident Poroschenko heute die ukrainische Hymne mitsang, demonstrierte eher eine Kampfansage an die ehemaligen Waffenbrüder in Moskau. Kosaken dann, Freiheitskampf im Mittelalter. Auch jetzt, so Poroschenko, kämpfe das ganze Land für die Unabhängigkeit. Dieser Krieg, der in die Geschichte eingehen könnte als der patriotische Krieg von 2014, ist einer gegen einen ausländischen Aggressor. Man werde von sofort an den Tag der Vaterlandsverteidiger nicht mehr mit Russland gemeinsam im Februar feiern, so Poroschenko, sondern nur noch die Verteidiger der Ukraine ehren. Solche Soldaten also, Männer, die jetzt in der Ostukraine kämpfen. Poroschenko kündigte an, den Wehretat deutlich zu erhöhen. Frühere Regierungen seien nicht auf solch einen heimtückischen Betrug vorbereitet gewesen. Es gab schon im Vorfeld Kritik am großen Aufgebot von Militärs und gepanzerten Fahrzeugen bei dieser Parade. Diese Truppen würden dringender im Osten gebraucht, glauben viele. Aber Präsident Poroschenko wollte offenbar das deutliche Signal senden, auch an Moskau. In Kiew herrschen Ordnung, Disziplin, Geschlossenheit und Kampfbereitschaft. Gerade nach der Demütigung durch das Eindringen des russischen Hilfskonvois und vor allem wegen der schweren Verluste seiner Truppen im Osten des Landes war dieses Signal Poroschenko offenbar besonders wichtig. Das russische Fernsehen zeigt derweil, wie Separatisten in Donetsk 43 ukrainische Kriegsgefangene zur Schau stellen. Wie im Zweiten Weltkrieg nach der Vorführung gefangener Wehrmachtssoldaten, so der Reporter, werde danach die Straße gereinigt. Am Stadtrand wieder Gefechte. Erfolgsmeldungen der Separatisten über neue Eroberungen weist Kiew als Propaganda zurück. Neben der Wahrheit sterben offenbar auch immer mehr Zivilisten. Der Bunker eines Krankenhauses in Donetsk. Hier suchen jetzt auch die Schutz, die gerade erst mit Kriegsverletzungen eingeliefert wurden. Über die Hälfte der Menschen hat die Millionenstadt Donetsk mittlerweile verlassen. Im Norden des Irak versucht die Terrorgruppe Islamischer Staat, weitere wichtige Gebiete zu erobern. Extremisten rückten auf die größte Ölraffinerie des Landes in Baiji vor. Offenbar konnte die Regierungsarmee den Angriff aber vorerst abwehren. Für viele Flüchtlinge ist die Lage weiter dramatisch. Als Zeichen der Unterstützung reiste heute Unionsfraktionschef Kauder in die Stadt Erbil. Und in Bagdad empfing die Regierung hohen Besuch aus dem Nachbarland Iran. Irans Außenminister Zarif landet am Vormittag in Bagdad, um noch Ministerpräsident Maliki zu treffen. Malikis Amt soll in Kürze enden. Vor allem die Sunniten haben seinen Rücktritt gefordert, wegen seiner Nähe zur schiitischen Regierung Irans. Beide Seiten erklärten, die sunnitische IS-Miliz müsse bekämpft werden. Der iranische Außenminister dementierte allerdings Berichte, wonach iranische Soldaten auf irakischem Boden IS-Terroristen bekämpfen würden. Die versuchen gerade erneut, die größte Ölraffinerie des Landes in Baiji in ihre Gewalt zu bekommen. Hier Archivaufnahmen. Nach Regierungsangaben kann die irakische Armee die Stellung halten. Nachrichten aus Baiji, die die Flüchtlinge wie hier in Erbil noch mehr verunsichern. Das Vertrauen in die irakische Armee haben sie ohnehin verloren, weil die sie im Stich gelassen hat, als die IS-Miliz zu morden begann. CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender Kauder informiert sich bei diesen Christen über deren Notlage. Obwohl die internationale Hilfe angelaufen ist, fehlt es nach wie vor an vielem. 1,2 Millionen Vertriebene, eine riesige Herausforderung. Deswegen müsse noch mehr humanitäre Hilfe geleistet werden, so Kauder. Aber nicht nur, es gehe auch um Waffen. Die Bundeswehr ist ja jetzt auch mit Offizieren hier vertreten, um mit der kurdischen Seite zu sprechen, was man braucht. Wir werden morgen wahrscheinlich auch Begegnungen haben, um das mal abzuklären. Diese Christen können nur in ihre Dörfer zurückkehren, wenn die kurdischen Soldaten in der Lage sind, IS-Territorium zurückzuerobern.
Bundeskanzlerin Merkel setzt in der Ukraine-Krise auf eine politische Lösung. Im Irak-Konflikt hat sie sich dagegen erneut für die Lieferung von Waffen ausgesprochen. Deutschland könne sich angesichts der Bedrohung religiöser Minderheiten nicht abseits stellen, sagte sie heute im Sommerinterview der ARD. Die Entsendung von Kampftruppen schloss sie allerdings aus. Die Krisenherde der Welt bestimmen das ARD-Sommerinterview mit der Kanzlerin. Wichtigstes Thema, der Terror der IS-Milizen im Nordirak. Die Entscheidung, den Kurden Waffen zu liefern, sei der Bundesregierung nicht leicht gefallen, so Angela Merkel, weil natürlich solche Waffen in falsche Hände gelangen könnten. Wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Wir liefern jetzt etwas und tragen dazu bei, dass diesem Treiben dieser Terrormilizen ein Ende gesetzt wird und verhindern damit einen Genozid oder mehrere Genozide. Oder aber wir sagen, das Risiko ist uns zu groß und wir haben in der Abwägung gesagt, es gibt jetzt die überwiegenden Gründe zum Handeln. Nachfrage: Werden zusammen mit den Waffen auch deutsche Soldaten in den Irak geschickt? Wir müssen schauen, natürlich kann es sein, dass es Einweisungen an Geräten gibt, die muss man aber nicht unbedingt auf irakischem Gebiet machen. Darüber ist noch nicht abschließend entschieden, aber wir werden auf keinen Fall Kampftruppen in den Irak schicken. Zweites drängendes Thema, die Ukraine. Gestern noch war die Kanzlerin in Kiew. Die Lage sei sehr gefährlich, sagt sie. Klar aber sei, das ukrainische Volk müsse selbst über seinen Weg bestimmen können. Die Europäische Union würde niemals, wenn die Ukraine sagt, wir gehen jetzt zur Eurasischen Union, daraus einen Riesenkonflikt machen, sondern wir setzen auf die freiwillige Entscheidung. Ich setze allerdings auch auf die territoriale Integrität der Ukraine und darauf, dass alle Ukrainerinnen und Ukrainer gehört werden. Das ist aber auch der Plan des Präsidenten Poroschenko. Allerdings eine NATO-Mitgliedschaft werde man der Ukraine nicht anbieten. Es gibt einen Ukraine-NATO-Rat. Dazu wird der Präsident Poroschenko auch nach Cardiff, nach Großbritannien kommen. Aber wie gesagt, es geht nicht um eine Mitgliedschaft. Für Angela Merkel dominiert zurzeit die Außenpolitik. Gleich nach der Aufzeichnung des Interviews macht sie sich auf den Weg nach Spanien. Das ganze Interview mit der Kanzlerin finden Sie auf tagesschau.de. Darin kommen auch innenpolitische Themen wie die Diskussion über die Pkw-Maut zur Sprache. Ein Deutscher ist nach einem Bericht der Welt am Sonntag nach einjähriger Geiselhaft von der Terrormiliz Islamischer Staat wieder freigelassen worden. Es handle sich um einen 27-Jährigen aus Brandenburg. Er sei im Juni nach substanzieller Gegenleistung auf freien Fuß gekommen. Das Auswärtige Amt wies Spekulationen zurück, dass Lösegeld gezahlt worden sei. In Libyen herrscht weiter Chaos. Eine islamistische Miliz hat jetzt den internationalen Flughafen der Hauptstadt Tripolis erobert. Die Anlage war seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 unter Kontrolle anderer Kämpfer, die der Übergangsregierung nahestehen. In Libyen versuchen mehrere Rebellengruppen, ihre Interessen gegenüber der Regierung mit Gewalt durchzusetzen. Israel ist neben den Angriffen aus dem Gazastreifen an zwei weiteren Grenzen unter Beschuss geraten. In der Nacht wurden Raketen aus dem Libanon abgefeuert. Zudem schlugen Geschosse aus Syrien auf den Golanhöhen ein, die Israel besetzt hält. Premierminister Netanyahu drohte mit Gegenschlägen. Die Offensive im palästinensischen Gazastreifen will er so lange fortsetzen, bis es von dort aus keine Angriffe mehr gibt. Israel setzt seine Politik der gezielten Tötungen fort. Am 48. Tag des Krieges wird der Finanzleiter der Hamas in seinem Auto von Israels Luftstreitkräften getötet. Gestern bombardierte Israel ein Hochhaus, in dem sich eine Hamas-Zentrale befunden haben soll. Israel hatte angekündigt, dass ab jetzt jedes Gebäude, aus dem geschossen werde, ein Angriffsziel sei. Die Hamas droht. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Der zionistische Feind ist verantwortlich für die Folgen. Tatsächlich geht die Hamas mit immer größerer Entschlossenheit vor. Die israelischen Ortschaften an der Grenze stehen unter Dauerbeschuss. Am Grenzübergang Erez wurden heute drei arabische Israelis durch Mörsergranaten schwer verletzt. Am Vormittag wurde ein vierjähriges israelisches Kind beerdigt, das gestern getötet wurde. Das Entsetzen darüber ist groß in Israel. Premier Netanyahu versprach daher in der heutigen Kabinettssitzung: Unsere Operation wird so lange fortgesetzt, bis wir unsere Ziele erreicht haben. Im Moment sieht es aber eher nach einem elendigen Zermürbungskrieg aus. Das aber kann kein Dauerzustand bleiben. Zu lösen wäre die aktuelle Situation durch eine neue diplomatische Initiative. Doch die ist noch nicht wieder in Sicht. Bliebe also eine Ausweitung des Krieges durch eine neue Bodenoffensive, die von immer mehr Israelis gefordert wird. Doch dann würde der Krieg ebenfalls noch wochenlang weitergehen.
Mehrere Staaten in Westafrika haben ihre Maßnahmen verschärft, um die Ebola-Epidemie einzudämmen. In Sierra Leone muss jetzt jeder, der einen Erkrankten versteckt, mit einer Haftstrafe rechnen. Die Elfenbeinküste schloss ihre Grenzen zu den besonders betroffenen Staaten Liberia und Guinea. Auch aus der Demokratischen Republik Kongo wurden jetzt 2 Ebola-Fälle gemeldet. Die britische Luftwaffe flog heute einen Briten aus Sierra Leone aus, der an Ebola erkrankt sein soll. Bei einem Erdbeben in der Region um Nepe im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens 87 Menschen verletzt worden, 3 von ihnen schwer. An vielen Häusern entstanden Schäden, in zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 6 lag rund 75 Kilometer nördlich von San Francisco entfernt. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte waren die Erschütterungen die schwersten in dieser Region seit 25 Jahren. In der Fußball-Bundesliga gab es heute in den beiden Sonntagsspielen keinen Sieger. Der VfB Stuttgart entführte beim 1:1 einen Punkt aus Mönchengladbach und auch Bundesliga-Neuling SC Paderborn verpasste beim 2:2 gegen Mainz den ersten Dreier in der Elite-Liga. Die Stimmung in Paderborn zur Bundesliga-Premiere allemal erstklassig. Doch das erste Tor dieser Partie gelang den Gästen aus Mainz nach dem Freistoß von Gaius Okazaki zum 0:1. Nach dem Aus in der Europa-League-Qualifikation und der Pokalpleite endlich ein Erfolgserlebnis für den neuen Mainzer Trainer Kaspar Jullmann. Doch ein krasser Fehlpass von Geis brachte dem SCP den historischen ersten Bundesligatreffer, erzielt von Elias Katschunga. Auch die Paderborner Fans endgültig angekommen in der ersten Liga. Zur Pause 1:1 und nach dem Wechsel die Ostwestfalen immer mutiger. Und in der 87. Minute mit dem Führungstreffer durch Kapitän Hünemeyer. Trainer André Breitenreiter forderte sein Team weiter zu schlauem Spiel auf. Doch ausgerechnet der Schütze zum 2:1 Hünemeyer mit dieser ungeschickten Attacke gegen Okazaki. In der Nachspielzeit Strafstoß Mainz, souverän verwandelt von Kuh zum 2:2 Endstand zwischen Paderborn und Mainz. Der australische Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat den Formel-1 Grand Prix in Belgien gewonnen. Zweiter auf dem Kurs in Spa-Francorchamps wurde Mercedes-Fahrer Nico Rosberg, der die WM-Wertung weiter anführt. Platz 2 erreicht, aber Platz 1 und 2 verschenkt. Denn die Silberpfeile sind in der diesjährigen Formel 1 die dominierenden Boliden, gewinnen 9 von 12 Rennen. Heute zieht Lewis Hamilton am Start vor seinen Teamkollegen Nico Rosberg. Der versucht nur eine Runde später wieder die Führung zu übernehmen und beschädigt dabei Hamiltons Hinterreifen. Der Brite fällt zunächst weit zurück, am Ende ganz aus. Entsprechend ungehalten präsentiert sich der Rennstall. Zwei Teamkollegen, die miteinander kollidieren und das in Runde 2 eines Rennens, wo das Auto so aussieht, als könnte es das Rennen easy gewinnen oder 1 und 2, ist natürlich ein super Kauf. Für Nico Rosberg ist nach kurzer Reparatur mehr als Platz 2 nicht mehr möglich. Mercedes will durch sofortige Gespräche weitere Zwischenfälle dieser Art ausschließen. Den heutigen Sieg, seinen dritten in dieser Saison, fährt Daniel Ricciardo ein, der dadurch in der laufenden Meisterschaft weiter zum führenden Rosberg aufschließt. Ein Radsportsprinter aus Norwegen, Alexander Kristoff, gewinnt die Zeit Classics in Hamburg, das einzige deutsche Rennen mit Weltcup-Status, Gesamtdistanz 247,2 Kilometer, wird im Sprint entschieden. Auf der Hamburger Mönckebergstraße hat Alexander Kristoff vom Team Katjuscha die schnellsten Beine und gewinnt vor dem Italiener Giacomo Nizzolo und dem Australier Simon Gerrans. Als bester Deutscher beendet Marcel Kittel, der bei der diesjährigen Tour de France 4 Etappen gewann, die Hamburger Cyclassics auf Rang 6. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. August. Die neue Woche beginnt unter leichtem Hochdruckeinfluss, zumindest in der Nordosthälfte Deutschlands, freundlicher. Aber vom Atlantik rückt schon wieder ein Tief nach. Und das beschert uns viele Wolken, die auch Regen im Gepäck haben. An den Küsten sind heute Nacht noch teilweise gewittrige Schauer unterwegs, sonst klart es vielerorts auf. Gegen morgen werden die Wolken im Südwesten wieder zahlreicher, aber es bleibt noch trocken. Auch am Tag an den Küsten einzelne Schauer an der Ostsee, Gewitter. Die Wolken im Westen und Südwesten werden immer dichter, breiten sich aus und bringen gebietsweise Regen, sonst recht freundlich. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch aus West bis Süd. Heute Nacht Temperaturen von 3 Grad im Bayerischen Wald bis 12 Grad an der Nordsee. Morgen Werte von 14 Grad in der Eifel bis 21 in Niederbayern. Am Dienstag gibt's viele Wolken und regionale Regenfälle, später auch Gewitter. Vor allem im Süden wird es windig. Mittwoch und Donnerstag bleibt es weiterhin wechselhaft, aber es wird langsam wieder wärmer. Um 23.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit den Tagesthemen.
Sie schaut auf den boomenden Markt der Fernbusse und ihre Risiken. Außerdem ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.